Hallo, der Taksim ist die langsame Bewegung, das langsame Gegenstück zum Guasi. Hierbei wird die Hüftacht nach oben getanzt, die Arme gehen mit der Hüfte mit und beschreiben quasi zusammen mit der Hüfte, in welche Richtung das geht. Die Bewegung in den Armen wird aus dem Handgelenk heraus gemacht, bis in die Hände, in die Fingerspitzen hinein. Ist hierbei auch wichtig, dass ihr eure Hände wirklich mit Energie verseht, also dass ihr nicht die Hände schlapp hängen lässt. Die Bewegung sieht umso schöner aus, umso geführter die Bewegungen sind. Den Taksim kann ich auch drehen, wenn ich das Ganze tanze, dann sieht das so aus. Der Taksim ist auch eine symmetrische Bewegung, das heißt, ich fange immer nach rechts an und nach links höre ich auf.